Seht, um den See herum sind überall Ritter. Nicht nur Ritter, der Zirkel. Seht ihr die weißen Kreaturen? Seht ihr die Soldaten bei Alain? Die Knochengarde, Elitekämpfer des Zirkels. Das ist jetzt eine Sache unter Rittern. Erlen hat mich zu einem Bauern in seinem Spiel gemacht. Er hat den Orden verraten und dafür wird er zahlen. Wenn du Rache willst, verhindere, dass er seine Beute bekommt. Das Wasser des Brunnens. Was sagst du da? Vernichte ihn. Das ist der einzige Weg. Du kannst den Jungbrunnen nicht solchen Männern überlassen. Wir können Feuerschiffe bauen, aber ich habe nur noch wenig Schwarzpulver. Ich bin Osmane. Ich habe mehr davon, als ihr jemals brauchen könnt. Hol das Pulver, Sahin. Wir werden alles brauchen. Nein, ich verrate Ihnen nicht, warum ein Schotte, ein Osmane und eine wilde Piratin einen Jungbrunnen vernichten wollen. Schließlich möchte ich nicht zu viel von der wendungsreichen Hintergrundstory des genialen Echtzeitstrategiespiels Age of Empires 3 ausplaudern. Um den Jungbrunnen zu plätten, haben wir drei Möglichkeiten. Zum einen können wir ihn rammen, mit den vorhin erwähnten, mit Schwarzpulver gefüllten Feuerschiffen. Oder wir bauen Kriegsschiffe, die ihn mit Kanonen traktieren. Oder wir erobern ein gewaltiges Geschütz, mit dem wir die feindliche Basis und Flotte zerdeppern und den Jungbrunnen anvisieren. Und wir werden sie erobern. Die Kanone greifen wir am besten mit unseren Reitern an. Die sind so flott, dass sich das Geschütz nicht schnell genug ausrichten kann. Solche Aufträge gibt's in Age 3 immer wieder. Die Missionen sind wunderbar abwechslungsreich und vielfältig, voller Nebenaufgaben und Secrets. Da müssen wir Entlastungsangriffe auf britische Truppen starten, um ein Indianerdorf zu retten. Oder drei versteckte Teile einer Landkarte freikämpfen. Oder durch viele kleine Aufträge genug Erfahrungspunkte sammeln, um Piratin Lissy zu beeindrucken. Nämlich einen Indianerjungen eskortieren, ein Handelszentrum wieder aufbauen oder Eingeborenenangriffe abwehren. Und vor und nach jedem Einsatz gibt's schöne Zwischensequenzen in Spielgrafik als Belohnung. Die Kanone ist erbeutet und wir probieren sie gleich mal aus. Allerdings ist auch ihre Reichweite begrenzt. Die Hauptbasis auf der anderen Buchtseite erreichen wir damit nicht. Und der Feind versucht immer wieder, das Geschütz zu zerstören oder zurückzuerobern. Wie Sie in unserem hochauflösenden Video sehen können, liefert Entwickler Ensemble Studios ein echtes Effektspektakel ab. Yes. Come on, man. Yes. Und jetzt achten Sie mal darauf, was unser Riesendonnerrohr mit der feindlichen Windmühle anstellt und wie sich deren halbierten Flügel gleich drehen werden. Mit der stationären Kanone können wir die gegnerischen Gebäude in der Nähe zerstören. Nun können wir unser eigenes Lager am Südufer errichten. Bevor wir unseren Planwagen in ein Dorfzentrum verwandeln, müssen wir erstmal das Feindliche zu Kleinholz verarbeiten. Weil die Kanone nicht so weit reicht, machen wir das von Hand. Sehr schön übrigens. Truppen kratzen nicht mit Schwertern an Gebäuden, sondern werfen Fackeln. Das ist nicht nur realistischer, sondern sieht auch schicker aus. Die blauen Zahlen, die bei Schiffe versenken, Gebäude einreißen und Gegner verhauen aufsteigen, sind übrigens Erfahrungspunkte. Die kommen allerdings nicht ihren Truppen zugute, sondern ihrer Heimatstadt. Dazu gleich mehr, wir bauen erstmal das Zentrum. Ready. Noch ein paar mitgelieferte Nahrungskisten auspacken, dann schalten wir um in die Heimatstadt. In vielen Missionen können wir nämlich von unserer Hauptstadt, hier Malta, Einheiten, Rohstoffe, Boni oder besondere Fähigkeiten schicken lassen, die kurz darauf eintreffen. Wir entscheiden uns für ein paar Extratruppen und zwei Kanonen. Diese sogenannten Kartendecks dürfen Sie übrigens zwischen den Missionen ausbauen und neue freischalten. Das ist ungemein motivierend, wir haben beim Testen deshalb auch immer alle Sekundärziele und Secrets erfüllt, um möglichst viele Erfahrungspunkte einzuheimsen. Wir schalten wieder live nach Amerika und teilen unseren Siedlern Arbeit zu. Holz hacken, Gold abbauen und Getreide anbauen.
Denn Bären sammeln und Viecher jagen bringt, wie in den Vorgängern, nur wenig. Mit Forschung in Markthallen und Mühlen lässt sich die Produktivität unserer Malocher auch wieder steigern. Heil. Bis. Ready. Ready. Während die Arbeiter fleißig sind, schicken unsere drei Helden und eine Handvoll Truppen auf eine Nachbarinsel. Hier gibt's nämlich einen kleinen Schatz. Wenn wir die beiden Jaguare erlegen, kriegen wir 50 Münzen, sprich Gold. Solche netten Geschenke gibt's in jeder Mission. Und manchmal sogar einen extra Planwagen zum Zweitbasis bauen oder einen Indianerspeer oder ein Wildtier, das dem Helden fortan folgt. Helden haben übrigens Spezialfähigkeiten. Piratin Lissy etwa ist eine erstklassige Schützin und erledigt Gegner mit einem Treffer. Allerdings braucht der Scharfschuss wieder einige Zeit zum Aufladen. Hier versuchen wir, das gegnerische Handelszentrum beim Indianerdorf zu zerstören und durch ein eigenes zu ersetzen. Dann können wir hier Indianer rekrutieren. In vielen Szenarios dürfen wir dann sogar Boni kaufen, etwa mehr Angriffskraft für unsere Infanterie oder schnelleres Getreide ernten. Helden sterben übrigens nicht, sondern werden nur bewusstlos. Sobald wir eine eigene Einheit zu dem Ohnmächtigen schicken, rappelt er sich wieder hoch. Commandement. Hemschlin. Detourtel. Ready? Damit unsere Feuerschiffe freie Fahrt zum Jungbrunnen haben, greifen wir mit unserem Flaggschiff ein paar Feindsegler an. Auch die Seeschlachten sehen verdammt gut aus, auch wenn die Schiffe manchmal merkwürdig übers Wasser rutschen und schon mal mit dem Bug in einer Klippe hängen. Ups, langsam wird Zeit zum Rückzug. Wir locken deshalb einen Verfolger in die Reichweite unserer Riesenkanone. Immense, Sir. Yes. Yes. U.S. Erinnern Sie sich noch an die zwei Geschütze, die wir in der Heimatstadt bestellt haben? Nun, die sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort eingetroffen. Ready! Lay on! Noch ein paar Feuerschiffe auf den Brunnen gehetzt und die letzte Mission der ersten Kampagne ist geschafft. Aber schauen Sie einfach, wie rechts unten die Hitpoints des Jungbrunnens in den Keller gehen. So, nur noch ein Treffer mit der Riesenkanone und wir haben gesiegt. Geschafft! Der Jungbrunnen bricht. Wir haben es geschafft! Wir machen einen Zeitsprung in die zweite der drei Kampagnen um rund 100 Jahre. Hier geht's vor allem um die Indianerkriege und die Gefechte zwischen den Briten, Franzosen und den ersten Siedlergemeinschaften, die sich später zu den Vereinigten Staaten von Amerika entwickeln werden. Hier greifen wir mit Indianern und einer Siedlertruppe ein britisches Lager an und wundern uns, wo die Verteidiger bleiben. Ah, die Briten greifen gleichzeitig unser Dorf an. Hier stehen zwar nur zwei Indianer mit Belagerungsschilden, aber dafür ein paar Wachtürme. Sicherheitshalber schicken wir unsere Arbeiter ins Dorfzentrum zum Verteidigen und rekrutieren schnell noch ein paar Truppen, das sollte reichen. Showdown. Mit Infanterie, Kavallerie und Kanonen jagen wir die letzten Rotröcke und zerlegen ihre Gebäude. Ich verabschiede mich aber schon mal und hoffe, dass Ihnen unser ausführliches Testvideo zur Titelgeschichte gefallen hat. Yes! Lay on! Ready! E-Wiz! The M. Got to rats. Curry Wintos. Die Briten sind besiegt. Das Lager gehört uns.